Jo, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tomo und damit begrüße ich euch zur Folge, ich glaube Folge 4 des Sacred Let's Plays. Ja, danke. Wie ihr schon hört, heute gibt es einen Co-Kommentator. Das ist der YouTuber Super Let's Game. Ob ihr ihn kennt Moin oder Moin. nicht, völlig egal. Klickt einfach mal in seinen Channel rein. Er ist jetzt auch neu angefangen, ist noch nicht sehr lange dabei, aber es lohnt sich Naja, auf sehr jeden lange ist Fall. gelogen. Ja, komm, es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und ihr seht gleich die erste große Neuerung. Es ist der 16 zu 9 Auflösung, weil mir selber diese Kastenansicht auf YouTube dermaßen auf den Sack geht, sodass ich es doch wieder umgestellt habe. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht sehen. Und naja, trotzdem wollen wir jetzt erstmal weitermachen. Ich habe noch einige Änderungen vorgenommen, auch in der Sound. Ich hoffe, das kommt einigermaßen jetzt hin. Und uns stellt sich natürlich die Frage, wo müssen wir jetzt erstmal hin? Wir haben hier zum Beispiel noch eine Quest frei. Meine Festplatte meinte ja auch beim letzten Mal mal wieder voll zu sein, zu mischen. Und deswegen hatte sie sich gedacht, so, nee, den Rest nehme ich jetzt nicht auf. Deswegen sind da leider ein paar Minuten verloren gegangen. Aber was soll das schon? Jetzt Ist bei uns. meinen Mass Effect Walkthroughs nicht besser, nur dass es da 40 Minuten sind. Irgendwie so, aber das kriegen wir alles hin. So, wir haben noch hier die verlorenen Amulette offen. Haben wir schon eingesammelt. Ach Mensch, das ist eine Quest, die können wir einfach so abgeben. Ich werde nochmal kurz hier. So, Kameras zünschen, wie auch immer man es nennen will. Und dann schauen wir mal. Wie schon erwähnt, wir arbeiten uns mit Stangenwaffen also weiter. Etwas, was ich noch nie ausprobiert habe. Und so haben wir erstmal 120 XP bekommen und. Ach Mensch, jetzt komme ich schon wieder mit den Tasten durcheinander. Gerade die ganze Zeit Hellgate gespielt und jetzt will ich hier schon wie verrückt auf I drücken. Dabei ist es Was eher hast das denn du auf F. I? Ja, I, Hellgate, Inventar und so. Und bei Ach Sacred so, 2 haben wir ja, das ja. hätte ich sein können, mein Gott. Ja, komm, hier haben wir das auf I und hier auf F. Also, ne, weißt du. Gut. Naja. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Wir könnten sie nennen, wie man korrekt gegen den Busch läuft. Also gerade eben, nein. Wir nennen sie auf dem Weg in die erste Stadt des Startgebiets. Zum Beispiel. Nee, ist ein ziemlich langweiliger Name. Ich werde mir da irgendwas ausdenken. Und ich gehe natürlich wieder komplett in die falsche Richtung. Wir wollen ja Jagd auf die Wegelagerer machen, die wir beim letzten Mal mitgenommen haben, die Quest. Ich weiß gar nicht, ob das noch in der Folge vorkam. Nein, ich glaube nicht. Ja gut, dann muss ich das Glaube ich, so nur die jetzt mal. Levelverteilung gezeigt und das war's dann auch schon. Ja, okay. Ja, ist leider sehr abrupt abgebrochen, aber naja gut. Kriegen wir alles hin. Ich achte auch diesmal auf die 10-Minuten-Begrenzung, jedenfalls so ungefähr. 15 Da, Minuten kannst du ja, nennen. ich weiß, 15 Minuten kann ich, aber ich mache meistens nur 10-Minuten-Videos, weil sonst dauert es einfach viel zu lange zum Hochladen für meine Leitung und ich mache das eigentlich ungern, dass man irgendwie es über nachts anlässt oder sowas. Also. Und 10 Minuten sind auch Okay, schon dein Leistung reichlich. ist mir jetzt ja natürlich relativ, aber ich brauche nur für 15 Minuten, okay, 15 Minuten Renten. Aber ich brauche nur an die ja, 20 Minuten für meinen Ja. Part. Du bist ja auch ein Glücklicher. Du hast ja eine super Internetleitung, nicht so wie ich hier. Ja, Das alte super, Ranzkabel, was durchs Haus 64K. hängt. Ah. Ich habe 6K, 64 wären besser. Ja, 6K, davon kann ich nur träumen. Ja. Dreifache wie ich hier. Ey, ich tröste dich, ich hatte früher auch nur eine 2K. Oh. So, ich kann gerade mal neue Fertigkeiten ausrüsten. Ein super Schwertfeuer, was man komischerweise auch mit dem Stab machen kann. Unlogik, interessiert aber keinen. Und hier einer der berühmten Brunnen aus Sacred 2. Ja, natürlich. Und auch wenn wir mit ihm labern, dann gibt er uns einen schwachen Heiltrank. Ist immer so. Warum habe ich immer noch nicht Hast du begriffen, schon aber. am Anfang gesagt? Ja, ich weiß. Ich finde das immer super. Ach Mensch, jetzt komme ich hier. Diese Steuerung ist so ungewohnt, wenn man erst die ganze Zeit Hellgate gespielt hat. Das ist ja unglaublich. Na, ganz Zeit ist das auch nicht, das war nicht mal 2 Stunden. Ja, ich komme schon irgendwie werde ich da schon klarkommen. Und wie ich es befürchtet habe, das Startgebiet ist immer ein wenig langweilig. Oh, wir haben Gegnervariationen. Ein Wolf und da war auch schon wieder weg. Aber nee, da haben wir noch einen. Wie toll. Und wenn sich meine Seraphim jetzt mal dazu bequemen würde anzugreifen, dann wäre das schon ein Fortschritt. Und zu treffen natürlich auch. So, ja, hat auch hervorragend geklappt. So, Levelaufstieg. Neue Fertigkeit können wir kaufen. Was wollen wir denn machen? Kampffokus hätten wir, Himmelsmagiekunde, Technikkunde. Was Ja, ich ist. hatte letztens noch was zu kritisieren, aber ich habe vergessen, was es ist. Ich müsste jetzt erst den Part nochmal angucken, aber da habe ich jetzt Ah. keine Zeit für.
Ja, wie gesagt, ich bin für Kritik offen. Da bin ich immer gespannt. Ja, am besten wäre auch, wenn ich was sehe, was du machst, damit ich das auch besser kommentieren kann. Ja, das sowieso, aber du bist ja gerade selber da irgendwie am. Also, Da. falls sich wer wundert, Jungs und ich meine, meine Damen und Herren, dann liegt es daran, dass Mr. Super Let's Game gerade selber noch etwas zu tun hat. Und Ah, zwar minimal. minimal. Ja, ist nur so ein ist nur irgendein Raid in WoW oder was. Also, ist ganz Echt nur minimal. Ist Minigame. echt nur nebensächlich. Also, neuer Content und hast du nicht gesehen, aber. Das kriegen wir alles gebacken. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall die Stangenwaffenkämpferfähigkeit. Werde ich einfach mal um einen erhöhen. Mein Geschick Das wieder so ein war bisschen. sowas, was ich da bemerken wollte. Das war sowas, dass du gesagt hast, du konntest nur in drei Skillbäume rein, aber du konntest tatsächlich in vier reingehen In und nicht nur vier? in drei. Nicht das Spiel. Ja, okay. Der letzte, das sind ja die Kombos. Das ist ja jetzt kein richtiger Skillbaum, den du auskillen kannst. Da stickst du ja nur deine ganzen Fähigkeiten, die du sowieso hast, nur in Kombination, um dann mächtigere Sachen daraus zu holen. Ist aber auch erst für später interessant, das Ganze. Und ja, ich werde mal gucken, habe ich hier vielleicht noch. Irgendwie, nein. Ich wollte eigentlich auch gegebenenfalls noch ein bisschen Ausrüstung gleich mal herholen. Und hier haben wir eine Wache. Ein Soldat der Hochelfen. Danke im Namen des gesamten Dorfs. Danke. Wofür auch immer. Ja, Jagd auf die Wegelar abgeschlossen. Ach so. Und ein Zwei-Sterne-Quest. Wir müssen eine verschollene Patrouille finden. Und zwar sagt er uns, wir benötigen nochmals eure Hilfe. Eine unserer Patrouillen ist vor ein paar Tagen aufgebrochen, um den Widerstand, nee, den Wildbestand im Wald zu kontrollieren. Bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Bitte versucht, sie zu finden. Ja, das gibt 200 Gold. Das machen wir doch. Gerne. Ich sehe Aber. irgendwie schwarz für die. Ja. Ach, herrje. Wenn man mal so auf die Karte guckt, sieht das nach viel aus. Das geht eigentlich. Oh, da gibt es gleich sogar noch eine. Schickes zu erzählen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich diese Questreihe, von der ich gleich sprechen werde, nie selber fertig gemacht. Weil ich immer nur Multiplayer unterwegs war und da gab's das Ich so sollte nicht. mit dem Dorfvorsteher sprechen. Ja. Du hast aber gesagt, man verpasst nichts. Nee, man verpasst auch nicht wirklich was, aber es gibt eben am Ende dieser Questreihe irgendwie noch Gegenstand oder sowas. Also ich werde das jetzt hier. Ich kann das nochmal zeigen. Das ist Mr. Bauer Core Corena? Core-Thema? Kann ich gar nicht lesen. Corena. Nekorema. Ach, ist auch wurscht. Auf jeden Fall will er von uns, dass wir seine Kinder finden. Und ihr seht schon hier ein blaues Fragezeichen. Das bedeutet, dass das extra nur für unsere Klasse drauf zugeschnitten ist, diese Quest. Und ja, die nehmen wir natürlich an. Kann ich im Verlauf ein bisschen was zu sagen, ist jetzt nicht so wichtig. Und jo. Das Ganze artet eben aus in einer ganzen Questreihe, die am Ende noch sich schön verzwirbelt und verschwurbelt. So, hier haben wir auch noch Markus, der Bestohlene. Er möchte von uns, dass wir die Diebe finden und den Brustharnisch, das Schwert und den Schild seines Vaters zu ihm zurückbringen. Und dafür kriegen wir einen Fingerreif. Was der bringt, weiß ich nicht. Ist leider ein großes Manko in diesem Spiel. Hier kann man nicht genau gucken, was die Items bringen, die man bekommt für eine Quest. Ist auf jeden Fall eine 3-Sterne-Quest und damit anscheinend schon anspruchsvoller. Aber das werden wir dann beurteilen, wenn wir soweit sind. Und hier haben wir noch Telal, Beauftragter des Rates. Lockt den Koboldfürst aus seinem Versteck und erschlagt ihn. So die erste größere Quest. Und ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, dass da tatsächlich ein Boss drin vorkommt. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Ja, was gibt's noch zu sagen in diesem hübschen Dorf hier? Ach, wir haben noch einen Brunnen. Können wir anquatschen? Kommt ein Geschwurbel-Heiltrank raus. Super. Haben wir noch Quests? Ja, haben wir. Do-di-do-di-do-di-do-di-do-di-do-di-do. Hallo, Dorfvorsteher. Nee, Zamana. Finde meinen Sohn und bringe ihn sicher hierher. Eine Ein-Sterne-Quest. Machen wir gerne. Aber das machen wir auch erst in der nächsten Folge. Irgendwie kam mir das jetzt reichlich kurz vor, obwohl das schon 10 Minuten wieder waren. Alle Das Charaktere kam aus. mir auch recht kurz vor. Was habe ich hier denn jetzt nur drin? Wo kommt das denn her? Ich habe hier gerade ein Item gefunden. Ein stahlverstärkter Speer der Pein. Mal anlegen. Alle Charaktere, wo habe ich denn. Der sieht auf jeden Fall cooler aus als meine Hellebarde und ist auch um einiges besser. Ja, Leute, wo das herkommt, weiß ich jetzt nicht, aber sieht auch ganz nett aus, oder? Nehmen wir. Questbelohnung? Hä? Questbelohnung Nee, vielleicht? der lag noch in meiner Spielertruhe drin, aber ich weiß, da habe ich eigentlich gar nichts reingelegt gehabt. Also diese Spielertruhe kann ich auch nochmal kurz sagen, hier kann man eben Sachen verstauen, die man aufheben will und zwischen allen Charakteren switchen, aber ich meine. Also alle Charaktere im Singleplayer, aber irgendwie meine ich da nie was reingepackt zu haben. Naja, glücklicher Zufall. Ich lasse es einfach mal dabei. Schnack noch mit dem Händler. Das ist das Letzte, was ich jetzt mache.
und verkaufe noch den ganzen Shit. Und ja, da habe ich gerade schon wieder Müll gebaut, denn... Shit, bist du ein Drogendealer oder was? Nee. Wieso verkaufst du denn Shit? Habe ich schon wieder Müll gebaut. Oh, ich komme damit nicht mehr klar. Das ist... Hier ist es ja Umschalt, also bei Hellgate ja STRG. Also nicht wundern, wenn ich das in der nächsten Zeit oftmals vergeige. Was habe ich denn jetzt gerade verkauft, was ich... So lange wie wir Hellgate spielen, wird das vergeigen. Ja, wahrscheinlich. Und das kann sich noch etwas länger hinziehen. So, was haben wir hier noch? 7 plus 7, 3 plus 2, 2. Ja, dann nehmen wir Dio noch mit. Kaufen uns noch ein paar neue Flügel. Na, so, und weg damit. Nein. Ist das hier denn? Ach, nein, das ist auch nicht. Also an alle Sacred 2 Pros da draußen, wie war das denn? Ich komme nur drauf, also ist kein Ding. So war's, alles klar, jetzt habe ich's wieder. Nicht mehr wegschmeißen, sondern verkaufen, wunderbar. Ja, und damit... Mensch, ey, bin ich heute tollquatschig, so. Und damit verabschiede ich mich eigentlich schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, in der nächsten bekommen wir dann mal etwas coolere Sachen zu sehen. Wie zum Beispiel diesen mega geilen Move hier. Nein. Ich werde mich auf jeden Fall noch daran setzen, dann erstmal ein paar Buffs zu holen, um die zu zeigen. Das könnte schon sehr interessant werden. Aber ja, das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Insofern sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.